Bereits zum zweiten Mal durfte der Verein Athos Amstetten den Niederösterreich Kids Cup sowie den Bewerb First Step für Neulinge des niederösterreichischen Fachverbandes für Turnen ausrichten. Austragungsort war die neue Mittelschule in Amstetten. Also insgesamt sind es 5 Vereine von ganz Niederösterreich und die treten halt in den Bewerben gegeneinander an. Es gibt verschiedene Formationen, also es gibt Paar und es gibt Trios und je nachdem, in welche Gruppen sie eingeteilt sind, treten sie dann gegeneinander an. Für die Vereine Athos Amstetten, USA Krems, USV Dobersberg sowie ATV Wieselburg und Union Horn ging es für die Jüngsten unter den Akrobatinnen gleich zu Beginn der Meisterschaft in den First-Step-Bewerb mit dem Ziel, begehrte Punkte zu erkämpfen. Ich denke mal, das Besondere an dem Turnen ist das, dass es hier wirklich ganz, ganz motivierte Trainerinnen gibt, die die jungen Menschen zum Sport animieren, sie motivieren, sie auf ihrem Weg zu einer turnerischen Karriere auch wirklich begleiten. Das ist etwas ganz Besonderes. Und wenn ein Verein in dieser Größenordnung bei uns Ja sagt zu einem so großen Event, dann braucht es ganz, ganz viele Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die das auch mitorganisieren. Und da muss man da Jasmin Schachinger wirklich ein sehr großes Kompliment machen, in hervorragender Art und Weise gelungen. Und ich glaube, alle Sportlerinnen sind begeistert. Begleitung heißt aber auch Turnanzüge, Trainingsanzüge, Reisen zu den Wettkämpfen in ganz Niederösterreich, das alljährliche Trainingslager in den Sommerferien mit zu finanzieren. Ohne fremde Hilfe ist die Organisation und Durchführung der Nachwuchsarbeit für die Turn- und Akrobatikgruppe des Athos Amstetten nur schwer zu stemmen. Weil genau die jungen Leute, die heute dem Sport zugetan sind, die Kunden der Zukunft sind und wir wollen dort natürlich auch schon unsere Präsenz zeigen und die auch unterstützen in ihren sportlichen Aktivitäten und das kommt da sehr, sehr gut an. Alleine die Zahlen sprechen für die positive Entwicklung dieser Sportart. Über 60 Kinder haben beim Schaukampf ihr Bestes gezeigt. Und das mit Überzeugung und Leidenschaft, herausgekitzelt durch eine große Portion ehrgeizige Nachwuchsarbeit. Man sieht ja jetzt, wenn man das anschaut, wie viele junge Mädels und Burschen da tatsächlich dem Turnsport frönen. Und da denke ich mir gerade diese Beschäftigung der Jugend mit sehr, sehr viel ehrenamtlicher Arbeit seitens der Funktionäre und der Betreuer und Betreuerinnen ist ganz, ganz wichtig, um die Kinder heute von anderen Sachen, die wirklich oft unsinnig sind, auch fernzuhalten. Ja. Mir gefällt es, weil man da voll viel lernt und ich wollte mir schon immer einen Bogen lernen und jetzt keinen. Ich mache jetzt das 4. Jahr und ich das 3. Ich das 4. Jahr. Horn ist immer vorn. Naja, ich habe einfach Freude daran, mit den Kindern zu arbeiten und es macht echt Spaß, an die Wettkämpfe teilzunehmen, weil die Kinder dann einfach so eine Freude daran haben, dass sie da mitmachen können. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste an dem Ganzen. Dass sich die Nachwuchsarbeit ausgezahlt hat, das zeigt sich auch am Ergebnis. Unter dem Jubel des Publikums konnten die Athos-Turnerinnen aus Amstetten Judith Plattner und Julia Schreivogel den ersten Platz im Bewerb First Step erreichen. Damit konnte bereits der 2. Stockerlplatz von den Jüngsten fixiert werden.